Die Inflationszahlen in den USA sind höher ausgefallen, als das erwartet wurde, und die Wall Street hat darauf enttäuscht reagiert. Der Haupttreiber der Rallye seit Oktober letzten Jahres, diese Zinseuphorie, die Zinsen sinken bald und es gibt wieder billiges Geld, diese wurde erst einmal enttäuscht. Und müsste sie nicht eigentlich jetzt ausgepreist werden? Also könnte in diesen Inflationszahlen jetzt der Auslöser sein für die Korrektur, auf die wir ja schon seit einiger Zeit warten? Ja, es könnte. Auf der anderen Seite haben wir gestern dann schon wieder die Gegenbewegung gesehen, getrieben durch die ganze KI-Euphorie. Kommt die Korrektur jetzt oder fällt sie aus? Genau das schauen wir uns gemeinsam in diesem Video an. Vorher aber, falls du es noch nicht getan hast, abonniere gerne den Kanal hier unter dem Video und du bleibst auch in Zukunft bestens informiert. Zunächst ein Blick zurück auf die letzte Woche. Da war das Bild komplett grün hier in den USA. Die Wall Street befindet sich in der besten aller Welten. Und somit schauen wir mal, wie diese beste aller Welten in der aktuellen Woche aussieht. Und ja, die Wall Street bleibt in der besten aller Welten, weiterhin alles grün. Gehen wir mal in die Details hinein. Das wirtschaftliche Umfeld in den USA weiterhin grün. Die US-Wirtschaft wächst mit über 3% auf das Jahr hochgerechnet aktuell. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Wachstum. Ich habe es bereits in der letzten Woche angedeutet. Es ist letztlich kein wirkliches, nachhaltiges Wachstum. Es ist lediglich alles auf Pump finanziert, weil der Staat sich über Gebühr verschuldet, weil sich die privaten Haushalte immer mehr verschulden. Aber im Moment können sie es, weil sie das Geld bekommen. Sie tun es, weil sie nicht an morgen denken. Das ist dieses YOLO-Prinzip, you only live once, was sich da mittlerweile oder seit letztem Jahr sehr, sehr breit macht. Und deshalb wächst die Wirtschaft eben mit großen, großen Raten und deshalb auch hier erstmal alles grün. Aber das hat Konsequenzen, das sehen wir hier an den Inflationsdaten, die ja am Dienstag diese Woche rausgekommen sind. Die Inflation bleibt hartnäckig bei über 3%. Wir sehen es hier in den Jahresvergleichsdaten, also Januar 24 gegenüber Januar 23, die Gesamtinflation 3,1%. Ja, ist etwas zurückgekommen, bleibt aber über 3%. Und in der Kerninflation gleich geblieben bei 3,9%. Das heißt, wir sehen hier schon, dass das 2%-Ziel der Fed noch weit, weit weg ist. Und wir sehen eigentlich auch, dass das Ganze hier mehr oder minder stagniert in der Gesamtinflation seit Juni letzten Jahres, also seit über einem halben Jahr. Und auch die Kerninflation sich in den letzten 5 Monaten so gut wie nicht mehr zurückentwickelt hat. Blicken wir noch auf die Reihe darunter, den Monatsvergleich, also den Januar 24 gegenüber dem Dezember 23. Da sehen wir, dass die Preise insgesamt um 0,3%, in der Kernrate sogar um 0,4% gestiegen sind. Das heißt, wir sehen hier auch einen Trend wieder nach oben. Die Inflation beschleunigt sich wieder. Und das ist genau die Folge eben dieser exorbitanten Schuldenorgie, die dort in Amerika läuft. Die Nachfrage ist dadurch unglaublich stark, aber die starke Nachfrage erzeugt eben auch wieder steigende Preise. Und wir sehen es gerade in der Kernrate, vor allem die Dienstleistungsinflation ist hier sehr hoch. Das wiederum treibt dann die Preise. Der Arbeitsmarkt ist stark, das wiederum treibt die Löhne, weil die Leute eben entsprechende Lohnforderungen stellen können und die Firmen sie auch größtenteils erfüllen müssen, weil sie ja keine Alternativen haben. Insofern, das ist eine richtige Lohnpreisspirale. Und mit diesen Daten, die Inflation wird mit Sicherheit auch auf absehbare Zeit nicht spürbar unter 3% sinken und somit auch hat die Fed eigentlich so wie keinen Spielraum auf absehbare Zeit, hier die Zinsen zu senken. Wie schon gesagt, das kommt durch diese Schuldenorgie. Wir sehen ja mal, wie sich die Schulden der Haushalte, und da sind die Hypotheken noch ausgeklammert, über die letzten 20 Jahre entwickelt haben. Die haben sich weit mehr als verdoppelt, sind mittlerweile bei deutlich über 5 Billionen Dollar. Und wie gesagt, das sind die Hypothekenschulden noch ausgerechnet. Gerade wenn wir auch den untersten Teil anschauen, Kreditkartenschulden. Die Kreditkartenschulden der Amerikaner sind zuletzt auf über 1,1 Billionen Dollar gestiegen. Und das bei einem Zinssatz durchschnittlich von über 23% Schuldzinsen. Das ist eigentlich nicht bezahlbar. Und klar, damit geraten sie unter Druck, aber sie kommen, gehen einfach immer mehr in diese Schuldenspirale. Solange ihnen irgendjemand Kredit gibt, solange wird der Kredit aufgenommen und entsprechend davon konsumiert. Ja, das treibt die Wirtschaft, das treibt aber auch die Preise. Und insofern, es ist nicht nachhaltig, es ist nur die Frage, wie lange kann das gut gehen, aber es kann länger gut gehen, als man gemeinhin so glaubt. Auf der anderen Seite genau das, weil eben immer mehr Geld auch jeden Monat von den Amerikanern für Zinszahlungen und Schuldentilgung ausgegeben werden muss, können sie sich immer weniger Häuser leisten. Wir sehen das hier,
Das ist so schlecht, die Leistbarkeit eines Hauses in Amerika für die Amerikaner, wie zuletzt Mitte der 1980er Jahre. Ja, es war mal hier noch schlechter, wie wir sehen, aber es ist einfach in den letzten 40 Jahren nicht so schlecht gewesen, dass sich ein Amerikaner ein Haus leisten kann. Klar, auf der einen Seite sind die Zinsen relativ hoch, damit die Hypothekenzinsen sehr hoch, was natürlich die monatlichen Raten treibt. Auf der anderen Seite, es gibt kaum Leute, die ihre Häuser verkaufen wollen und können, weil wer sich noch einen niedrigen Zins gesichert hat während der Niedrigzinsphase, der hat überhaupt keine Alternative, der kann sein Haus nicht verkaufen, weil er sich gar kein anderes kaufen kann, der kann gar nicht umziehen, der ist in seinem Haus wie im goldenen Käfig gefangen, weil würde er sich ein neues Haus kaufen, müsste er einen neuen Kredit abschließen und das zu entsprechend höheren Raten, das könnte der Mensch gar nicht mehr bezahlen. Deshalb gibt es kaum Angebot und auf der anderen Seite, die noch wollen, die müssten zu Preisen kaufen, die sie sich einfach nicht leisten können und somit sinken eben auch die Hauspreise kaum. Und wir sehen hier, dass eben sich die Amerikaner kaum mehr noch Häuser leisten können. Und wir sehen ja auch, wie das hier nach den Zinsanhebungen der Fed so richtig in den Keller gerauscht ist. Die Börsen dagegen, die interessiert das alles überhaupt nicht. Hier, die Charts zeigen uns weiterhin grüne Ampeln, die Börsen in der besten aller Welten. Schauen wir mal in die Charts hinein. Und beim S&P 500, wir sehen es hier, sehr, sehr interessant, dieser ultrasteile Aufwärtstrend, den wir hier seit Oktober letzten Jahres ausgebildet haben, der hat gehalten. Es gab ja am Dienstag nach diesen Inflationszahlen, die höher waren als erwartet, erstmal diesen Abverkauf. Aber der wurde gestern sofort wieder gekauft und daran sehen wir, dass es hätte ein Auslöser sein können für eine überfällige Korrektur. Aber sie kommt nicht. Im Gegenteil, wir sehen hier, dass das sofort wieder gekauft wird. Das heißt, solche kleinen Abschläge von gerade mal 2% oder nicht mal 2% werden sofort wieder gekauft. Die FOMO-Angst ist riesig. Jeder hat Angst, etwas zu verpassen. Wir sehen es ja auch, diese Rallye, das ist die steilste und schnellste Rallye dieses ganzen Bullenmarktes, der im Oktober 2022 angefangen hat. Und die FOMO-Panik, die Erfahrung von 2023, der Markt steigt, ich verpasse etwas, die ist so, so groß, diese Angst. Und das sehen wir hier. Und deshalb wird das eben sofort wieder gekauft, ohne Rücksicht auf irgendwelche fundamentalen Bewertungen. Man braucht auch nicht zu glauben, dass die Börse noch irgendetwas mit der realen Wirtschaft zu tun hat. Selbst wenn die wächst. Aber es ist ja diese Schuldenproblematik hinten dran. Es gibt das Problem mit den Gewerbeimmobilien, was potenziell wieder eine Immobilien- und auch Bankenkrise damit hervorrufen könnte. Den Regionalbanken in Amerika geht es nicht gut. Aber die Börse interessiert das aktuell nicht. Die ist vollkommen im KI-Fieber, im KI-Wahn, kann man schon sagen. Und insofern, solange diese Story gespielt wird, und sie wird gespielt, solange kann das eben hier auch weitergehen. Und die Korrektur lässt ebenfalls weiter auf sich warten. So gesehen S&P 500, the sky is the limit. Keinerlei Top-Bildung noch zu sehen. Und es könnte durchaus hier wieder schon in den nächsten Tagen neue Allzeithochs geben. Das gleiche beim Nasdaq 100, wir sehen auch hier genau das gleiche Bild, der ist der steile, steile Aufwärtstrend, weiterhin intakt, sofort wieder gekauft, dieser Dip und auch hier the sky is the limit. Speziell hier im Nasdaq sehen wir diese ganze AI-Geschichte, das ganze Thema künstliche Intelligenz, was hier gehypt wird. Natürlich haben diese Aktien, deren Bewertungen, nichts mehr mit irgendwelchen fundamentalen Gründen zu tun. Es hilft auch nicht, wenn man da die nächsten 5 Jahre antizipierte exponentielle Gewinnsteigerung schon in den heutigen Kurs einplant, weil das würde ja bedeuten, in den nächsten 5 Jahren dürfte eigentlich der Kurs gar nicht mehr steigen. Interessiert aber aktuell keinen. Das ist einfach nur Momentum getrieben, es ist Kapital getrieben und das ganze Ding geht so lange weiter, bis einfach kein Geld mehr da ist, was man noch in diesen Markt investieren kann. So lange wird das allerdings voraussichtlich weitergehen. Ja, es kann mal kurze Korrekturen zwischendrin geben. Ich warte eigentlich immer noch auf diese 5-10% Korrektur, aber da warten viele drauf. Vielleicht zu viele, deshalb kommt sie nicht. In jedem Fall sehen wir hier, der Markt drückt hier unglaublich nach oben und solange er das tut, müssen wir das einfach erstmal so zur Kenntnis nehmen. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, irgendwann ist es Schluss. Nur kein Mensch weiß es, wann es ist, aber hier aktuell, das ist einfach eine Mechanik, das ist pur durch Gier getrieben und deshalb steigen die Märkte eben hier auf immer neue Höhen. So gesehen ist auch die Stimmung in Amerika absolut blendend, grüne Ampel im Sentiment, schauen wir da mal ein bisschen in die Details hinein. Trotzdem sagt uns Sentix, hier
Warnsignal, Sentiment-Divergenz, und das ist typisch für eine Top-Bildungsphase. Noch sehen wir diese Top-Bildungsphase nicht im Chart, wie gerade gesehen und besprochen, aber die Stimmung geht in diese Richtung. Das heißt, während der Markt neue Hochs erreicht, bleibt die Stimmung auf einem neutralen Niveau. Ja, in dem Sinne, dass eben das strategische Grundvertrauen abnimmt und bei den Profis eher Verkaufsbereitschaft signalisiert, ist trotzdem diese überbordende Zuversicht, die bleibt eben erstmal bestehen. Und so gesehen sind wir eben, hier haben wir eigentlich eine rote Ampel, weil wir das letztlich hier zu einer Divergenz führt. Besonders anfällig Technologieaktien, wir sehen es hier unten im Chart von Bank of America, die Allokation in Tech-Aktien ist die höchste seit August 2020 bei den professionellen Anlegern, bei den Investmentfonds. Und da sind schon wirklich alle in diesem einen Boot drin, alles getrieben durch künstliche Intelligenz. Und das zeigt uns natürlich hier ganz, ganz stark diese Anfälligkeit für eine Korrektur. Aber der Auslöser, der es ja hätte sein können mit den Inflationszahlen, hat scheinbar nicht gereicht, zumindest nicht, bisher nicht, um wirklich mal diese Korrektur auch auszulösen. Vielleicht müsste Nvidia tatsächlich nächste Woche die Erwartungen, die sehr, sehr hohen Erwartungen enttäuschen mit den Quartalszahlen. Aber ob das passiert, das bezweifle ich. Da ist genug Financial Engineering hinten dran, dass die Quartalszahlen halt so aussehen, wie sie aussehen sollen. Auch der Fear and Greed Index zeigt uns, dass hier die Gier extrem ist. Wir sind im Bereich der extremen Gier weiterhin. Also auch das spricht dafür, dass wir schon irgendwo in einer völlig überzogenen Marktphase sind. Aber uns fehlt der Auslöser, der wirklich auch die Korrektur dann ins Rollen bringt. Und so lange geht das ganze Spiel einfach weiter. Insgesamt also bleiben die US-Märkte auf grün. Aber man sollte an der Party weiter tanzen. Aber immer nahe am Ausgang, denn irgendwann, kein Mensch weiß wann, aber irgendwann wollen alle zur gleichen Tür hinaus. Und dann, wenn die Musik aufhört zu spielen, solltest du nicht der Letzte sein, der die Tanzfläche verlässt. Wir befinden uns also an der Börse aktuell ganz klar in einer Übertreibungsphase nach oben, im Bereich künstliche Intelligenz sogar ganz offensichtlich in einer Blase. Solche Blasen können sich deutlich weiter ausweiten, als man das so denkt und in Höhen steigen, die man vorher für unglaublich und nicht vorstellbar hält, aber irgendwann platzen sie. Und das Gefährliche ist, dass die immer weiter steigenden Kurse und dass es immer länger dauert, dazu führt, dass es immer mehr gerade unerfahrene Anleger da hineinzieht, beziehungsweise die drin sind, dann den Ausstieg verpassen. Damit dir das nicht auch passiert, habe ich hier eine Empfehlung für dich. Damit auch du mehr Erfolg an der Börse hast, melde dich für meinen Newsletter an. Möchtest du kostenlose Tipps für deinen Börsenhandel? Bist du zufrieden mit der Rendite deines Börsenhandels? Möchtest du nachhaltige Gewinne an der Börse machen? Erhalte die 5 Geheimnisse erfolgreicher Investoren gratis dazu. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video. Es hätte ja wirklich eine der Auslöser sein können für die Korrektur, die nach wie vor überfällig ist, mit den Inflationszahlen vom Dienstag und dem Auspreisen der Zinssenkungshoffnungen in der nahen Zukunft. Aber wir haben es gesehen, der Aufwärtstrend seit Oktober hat erstmal gehalten. Wir müssen jetzt die nächsten Tage beobachten. Wenn dieser Trend gebrochen wird, wenn also jetzt doch ein weiterer Abverkauf kommt und die Tiefs vom Dienstag überschritten oder unterschritten werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich in so eine Korrektur hineinlaufen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt diese Gegenbewegung von gestern weiterläuft und wir neue Allzeithochs sehen, dann ist es ein ganz klar bullisches Zeichen und war es nur eine kleine Konsolidierung und dann stehen die Ampeln weiterhin ganz klar auf grün und der Zug dürfte erstmal weiter nach oben fahren. Trotz allem dürfen wir nicht vergessen, wir laufen jetzt statistisch gesehen in eine für Korrekturen anfällige Zeit hinein. Die zweite Februarhälfte, die erste Märzhälfte, das ist normalerweise sehr anfällig für Korrekturen, statistisch gesehen, ist das eher eine schwache Zeit, würde also dazu passen, dass wir eben hier auch bald wieder den Weg nochmal nach unten einschlagen und dass wir auch wirklich diese Korrektur dann über die nächsten vielleicht rund 4 Wochen auch sehen werden. Wir müssen es aber beobachten, momentan ist diese ganze Euphorie rund um künstliche Intelligenz so, so groß, dass es scheinbar alles andere in den Schatten stellen kann, auch wenn die Marktbreite nach wie vor miserabel ist, aber es reichen ein paar wenige Aktien, denen die KI-Euphorie hilft, um den gesamten Markt hier auf immer neue Höchststände zu ziehen.
In diesem Sinne wünsche ich dir zunächst einmal eine erfolgreiche Börsenwoche. Bis zum nächsten Mal. Dein Christian.